Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgeschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu später Stunde. Ja, ich wollte mal so ein paar Sachen oder ich muss so ein paar Sachen loswerden. Erstmal Glückwunsch an die U21, die ein ganz wichtiges Abstiegsduell mit 3:0 gegen Rot-Weiß Aalen gewonnen hat. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, das Wasser steht zwar noch nicht bis zum Hals, aber es könnte auch eng werden. Da wünschen wir hier auf diesem Wege der U21 alles, alles Gute, dass sie Klassenerhalt schaffen. Unsere U19, sprich A-Jugend, ist Zweiter geworden in der Staffel West und nimmt somit an der Meisterschaftsendrunde teil. Gegner ist, glaube ich, der Südstaffelsieger. Das müsste Mainz 05 sein. Ihr könnt mich gerne berichtigen, aber eine schwere Nummer wird das. Aber trotz alledem alles, alles Gute auf diesem Weg zur eventuellen Meisterschaft. Staffelsieger West wurde Borussia Dortmund und Dritter Schalke 04. Also mit dem zweiten Platz können wir sehr, sehr gut leben. Da sind richtig starke, gute Jungs drin. Ich gucke mir das immer an auf YouTube, die Ausschnitte zumindestens. Und ja, erfreulich, dass man da wieder vielleicht eventuell wieder ein paar gute Talente, ja, generieren kann, die dann eventuell Profis werden und bestmöglichst richtig teuer verkauft werden können. Ja, zum FC, erste Mannschaft. Ich war ja am Samstag bzw. am Freitag selbst im Stadion und mir missfallen da so einige Sachen. Da kommen jetzt alle aus den Löchern, von denen du Wochen oder Monate nichts gehört hast und wissen alles besser. Ja, auch wenn wir jetzt die letzten paar Spiele kein Tor erzielt haben, war ja allen FC-Fans normalerweise klar, dass du nicht irgendwo einen Mittelstürmer hast, der dir 12 oder 15 Tore garantiert in der Serie. Was natürlich ein Übel ist, aber es ist nun mal so, wie es ist und damit müssen wir leben. Ja? Nach dem Kantersieg gegen Werder Bremen war ja alles himmelhoch jauchzend und ja, nach dem Sieg gegen Frankfurt eigentlich der letzte in der Rückrunde mit dem 3:0 gegen Frankfurt war die Welt ja auch noch in Ordnung. Gut, dann hast du zwischendurch einen Punkt geholt bei Union Berlin, verlierst in Stuttgart und verlierst jetzt eben halt das Duell gegen den VfL Bochum, was meiner Ansicht nach nicht verdient war, denn wir haben viel mehr für das Spiel getan. Aber es geht eben halt nur bis 20 Meter vor die Kiste und da fehlt uns dann eben jegliche Torgefahr. Und ja, man muss eben halt sehen, dass man dann so ein Spiel unentschieden gestaltet oder 1:0 oder 2:1 gewinnt. Nur, wer will die Tore machen? Skiri als offizieller Sechser für die Torschützenliste, ja, glaube an. Und das ist natürlich bitter. Aber wir wissen ja um die Problematik. Und jetzt kommen die Leute alle aus den Löchern. Auch ein Herr Basler meldet sich mal wieder zu Wort, ja. In einem Podcast zieht er dann über den FC her. Er hat da von vornherein gewusst, eine Absteiger, erste FC Köln schon vor der Serie. Jetzt tippt er Absteiger. Der VfB Stuttgart, Hoffenheim und Köln belegten Relegationsplatz und regt sich auf, wie Baumgart sich an der Außenlinie verhält. Er würde mehr laufen wie mancher Spieler. Also das mit Sicherheit nicht. Eventuell läuft er mehr an der Außenlinie, wie Basler jemals in der Bundesliga gelaufen ist. Das mag durchaus möglich sein. Nur sollte man doch vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Ich meine, ich fand ihn immer gut, den Mario Basler als Typ und auch als Fußballer. Aber das dumme Geschwätz kann er sich da eigentlich im Grunde genommen sparen. Sollte lieber mal vor seiner eigenen Tür kehren, ja, wo er schon alle trainiert hat und was er schon alles auf die Beine gebracht hat als Trainer oder als Vorstandsmitglied. Denn dann können wir die Augen zumachen, dann sehen wir, was er bisher erreicht hat, nämlich nichts. Es ist da dunkel. Jetzt trainiert er aufgrund so einer Wette, glaube ich, irgendwo Türkgücü Osnabrück in der Kreisliga. Ja, dann mal alles Gute, Mario. Und wahrscheinlich verhältst du dich ganz anders an der Außenlinie wie Baumgart. Ich will noch mal eine Lanze brechen für Baumgart, obwohl wir das alles selber wissen. Er ist ein arrangierter Trainer. Er gibt nicht irgendwelche Sachen vor oder spielt irgendwo was, sondern er ist richtig identisch und authentisch. Und das ist das, was mir gefällt. Und
Er klagt auch nicht. Er sagt die Wahrheit. Wir haben unsere Probleme vorne. Wir können keine Tore oder machen keine Tore. Na klar hat man auch Ausfälle, die bitter, bitter böse wehtun. Mit gerade jetzt auch mit Jan Thielmann oder Marc Uth. Ja, die fehlen dir natürlich. Aber man darf auch nicht vergessen, welche Mannschaften noch unten drin stehen, wie Hoffenheim mit einem hochbesetzten Kader, auch der VfB Stuttgart. Ja, hängen drin. Wir haben jetzt 27 Punkte, wissen wir alle. Selber, wir haben da 7 Punkte Vorsprung vor einem Relegationsplatz und ich sehe die Sache, ja klar, es ist eine angespannte Lage, es ist auch vielleicht eventuell eine gefährliche Situation, aber manche tun hier schon, als wenn wir abgestiegen wären. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Klar, Samstag müssen wir nach Dortmund, da hängen die Trauben hoch, da was zu holen wird schwierig. Ja gut, wenn wir da nichts holen, dann holen wir eben halt nichts. Dann kommt es darauf an, wie die anderen spielen, obwohl wir müssen immer auf uns selber gucken. Und dann nach der Länderspielpause erwarten wir dann Gladbach, wo dann irgendwo dann auch mal ein Punkt oder ein Dreier rumkommen muss, sonst wird es echt nochmal gefährlich. Aber ich sehe, dass, wie gesagt, es sind noch 10 Spiele und wenn wir noch von den 10 Spielen 3 gewinnen, sind das 9 Punkte, hast du 36, da machst du noch einen Punkt oder zwei und das dürfte dann normalerweise reichen, weil unten die kappeln sich auch noch gegenseitig. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, wie gesagt, ob da Samstag der ein oder andere, der unten drin steht, noch was holt, mag ich auch zu bezweifeln. Wir haben dann natürlich nach dem Gladbach-Spiel ein interessantes Spiel in Augsburg, wo du keinesfalls verlieren darfst. Das wäre sehr, sehr unglücklich, wenn wir da dann nichts holen. Es sei denn, wir holen was in Dortmund und holen auch was gegen Gladbach. Dann kann mehr oder weniger Augsburg, ja, kann uns nicht scheißegal sein. Aber es ist eben halt so, du bist, aber was haben wir dann eigentlich erwartet vor der Serie? Wir sind, weil wir überperformt haben, in die Konferenzliga gekommen. Und es hat natürlich auch allen riesen Spaß gemacht. Wir haben natürlich gelitten unter der, ja, Zweifachbelastung, Dreifachbelastung kann man ja nicht sagen. Wir sind ja im Pokal gleich in der ersten Runde, haben uns ja verabschiedet. Aber trotz alledem haben wir doch, wir spielen doch auch keine Grütze. Also das war auch gegen Bochum so. So habe ich es zumindest gesehen. Dass wir spielen doch keinesfalls wie ein Absteiger. Natürlich musst du Tore machen, aber wer verspricht die Tore? In der U21 hat Limnios einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, muss ich sagen, hat auch wieder ein Tor vorbereitet, einer starken Flanke. Vielleicht irgendwo die nächsten Wochen eine Option, ja. Nach der Länderspielpause wird auch versucht, Jan Thielmann wieder ins Training zu integrieren. Ist natürlich dann auch ein Hoffnungsschimmer. Und vielleicht platzt ja bei dem einen oder anderen der Knoten, ja, sei es Selke oder sei es Tigges. Irgendwann muss es ja mal passieren. Und wie gesagt, was sollen die anderen Vereine, die da unten drin stehen, sagen? Die sind auch alle noch nicht gesichert und kämpfen ums Überleben. Und ja, teilweise, so ist eben halt der Fußball. Du spielst dann mehr oder weniger auf eine Kiste, kriegst den Ball nicht rein, wisst ihr da alle selber, die ihr gespielt habt, oder? Da gibt es Tage, da weißt du, ja genau, heute wäre ich lieber im Bett geblieben, heute geht nichts. So, ich wollte das mal loswerden, hat mich unheimlich geärgert. Mario Basler meint dann immer, er müsste da irgendwo einen raushauen, dann solle er über Bayern einen raushauen und soll sich einen Applaus abholen im Doppelpass, dass sie alle klatschen und freuen sich und dann, ja, dann kriegt er seine paar Flöpse da noch oder für einen Podcast, je nachdem, wie es ist. Aber ansonsten kann man das ja eigentlich auch gar nicht werden, weil da fehlt ja, ich sag's mal vorsichtig, da fehlt ja dann auch einiges. Ja? Gut, Baumgart, habt ihr ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, war auch am Samstag im Sportstudio, hat sich dann auch anschließend den Sonntag, glaube ich, das Spiel Wiesbaden gegen Saarbrücken angeguckt. Angeblich hat er einen gewissen Herrn Nico Gerber beobachtet, 21 Jahre alt, ein Mittelfeldspieler, flexibel einsetzbar. Ich will das Ganze auch nicht überbewerten. Ja klar, er muss ja auch mal scouten. Angeblich hat Pavlak ihn schon beobachtet. Und ja, wenn der Junge einen guten Eindruck hinterlassen hat, angeblich sind ja auch schon mehrere Vereine dahinterher, wie das immer ist, wenn einer irgendwo über die Verhältnisse spielt oder richtig raussticht, sind da natürlich mehrere Vereine hinterher. Ist logisch, wie weit sich die Sache entwickelt.
Das stellen wir mal ganz, ganz hinten an. Man sollte sich dann vielleicht eventuell frühzeitig, und das ist am besten, wenn du einen Klassenerhalt geschafft hast und der ist in trockenen Tüchern, sich um einen anständigen, ordentlichen Mittelstürmer kümmern, der dir auch 10 Tore in der Serie garantiert. Denn das brauchst du. Wir können alle Vereine durchgehen. Da gucken wir nur mal irgendwo auf Schalke oder sowas. Da führt, glaube ich, der Blüter die Torschützenliste an, aber natürlich als defensiver Sechser wie Skiri wunderschön, dass er die Tore macht, aber dafür ist er eigentlich nicht genau zuständig. Das ist normalerweise nicht sein Revier, denn da ist vorne im Strafraum und da muss dann Selke oder Tigges oder auch Meiner und Kainz mal treffen. Das Spiel gegen Bochum, wie gesagt, die ein oder andere Flanke kam nicht. Ich bin, glaube, wenn ich so weit in Erinnerung habe, Selke hat 2 oder 3 Kopfbälle bekommen in der Luft. Da ist er stark, aber konnte es auch nicht gut genug platzieren. Es war auch nicht genug Druck hinter der Flanke. Wenn dann so eine Flanke kommt, wo dann schon teilweise Schnee drauf liegt, da kannst du dann auch keinen vernünftigen Kopfball ansetzen. Jo, mich würde das interessieren, wie ihr das seht, den Mario Basler mit seinen Dingern, die da raushaut. Und wie seht ihr das mit dem Abstieg? Oder ja klar, die Situation ist angespannt, aber abgestiegen sind wir noch lange nicht. Und ich sage mal, ich bin da auch recht optimistisch, dass wir unsere nötigen Punkte noch holen. Gut, das kann natürlich in Dortmund in die Hose gehen, das kann auch gegen Gladbach in die Hose gehen, aber ich denke mal, wir werden unsere Punkte noch machen. Ja, das war's mal so weit von meiner Seite. Musste ich einfach mal loswerden, ja. Wenn sie dann alle wieder aus den Gebüschen kommen, ja, und machen dann Sendungen oder sowas, das ärgert einen immer, ja. Wenn du spielst wirklich eine gute Runde, du gewinnst Spiele, da verliert kein Mensch ein Wort drüber und dann triffst du eben halt 4 oder 5 Spiele die Kiste nicht und dann fallen sie alle über dich her und sowas mag ich nicht. Und als FC-Fan muss ich die Mannschaft einfach unterstützen und das kann man ja bis jetzt auch nicht behaupten, dass die Mannschaft nicht die nötige Unterstützung hätte. Wie gesagt, ich war Freitag selbst im Stadion, die Unterstützung war meiner Ansicht nach erstklassig und das sollte auch weiterhin so sein, auch wenn es mal nicht läuft. Denn die Mannschaft braucht Unterstützung, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, läuft es sowieso. Ja? Gut, ihr könnt es gerne kommentieren, wie ihr das seht, würde mich freuen. Und ja, dann sage ich mal, bis später zum nächsten Video Vorschau gegen Borussia Dortmund und meine Bundesliga-Tipps. Wie gesagt, über jeden Kommentar oder Daumen nach oben freue ich mich. Bis dahin, tschüss, euer Olli. Ciao.